Dann die 80. Spielminute im Fritz-Walter-Stadion. Lauterns Coach Konrad Fünfstück brachte Rufat Dardacev in den Sturm, um auch nochmal auf das Spiel Einfluss zu nehmen. Schnell ausgeführter Eckball, der abgewehrte Ball von Johannes Ludmann fällt auf die Latte. Beetz und Reit verpassen und dann folgt die erste Ballberührung von Rufat Dardacev. Das spielte 1:0 und der SSV Ulm wird für seine Arbeit in Kaiserslautern wieder nicht belohnt.